Und da sind wir wieder. Wir haben uns wieder hier eingefunden Ach, und die Leonie ist jetzt. immer noch, ja, das Programmieren am Üben, wie man sieht. Wobei das eher nach Chatten aussieht, finde ich. Aber gut, sie hat gesagt, sie möchte Programmieren üben. Sie hat auch nicht mehr allzu viel Zeit, weil sie muss natürlich auch bald wieder auf der Arbeit sein. Das Problem ist, sie wird immer durstiger. Also wenn ihr irgendwas wisst, wie ich da am besten Abhilfe schaffen kann, klicken, um automatisch auszulösen. Was stand das gerade? Ja, ich weiß. Wenn Sie Durst bekommen, sollten Sie von Sims trinken oder Plasmafrüchte essen. Gut, Plasmafrüchte habe ich nicht. Denn ansonsten können Sie ohne Vorwarnung andere Sims angreifen. Aber das stand doch gerade hier. Klicken, um automatisch zu lösen. Ja, das heißt jetzt? Ja, sonst geh mal nach hier. Guck mal. Geh mal zu ihnen. Mit ihnen redest du jetzt. Das ist doch ein Wissenschaftler. Das ist doch einer deiner Kollegen. Wieso hat die gerade eine Glatze? Hallo? Wieso hat die eine Glatze? Was ist das denn für ein Grafikfehler? Ich weiß nicht viel über Strangerville. Bis vor kurzem habe ich die meiste Zeit im Geheimlabor im Krater verbracht. Okay. Dann gehen wir noch mal ein bisschen die Archive durchsuchen, würde ich sagen. Komm, Leonie, das Programmieren kannst du auch ein andermal üben. Ja, dann beißt doch jemand. Mein Gott. Da hinten ist schon wieder eine, die so komisch. Die hat so komische Sternchen um sich rum. Oh. Da hinten ist schon wieder jemand mit Hut. Das ist aber, glaube ich, jemand anders. Ist das jetzt eine Frau? Was hat die für Probleme? Ja, greif ihn an, los. Es ist ein Sie. Greif sie an! Was ist das? Achso, das sind noch die Archive, okay. Ja, durchsuch die Archive weiter. Also ich finde das. Das mit dem Kopf finde ich irgendwie seltsam, aber okay. Komm, wir müssen mal ein bisschen vorspulen, Leonie. Wir haben sonst keine Zeit mehr. Als Leonie durch das Buch blättert, fällt etwas Interessantes heraus. Aufnahme der Luftüberwachung. Aha. Aufnahme der Luftüberwachung. Okay, ja, such dir noch was anderes raus, damit wir dem Geheimnis von Strangerville mal auf die Spur kommen. Setzen sich alle hier hin, oder was? Musst du nicht zur Arbeit? Jason muss in circa einer Stunde auf der Arbeit sein. So, komm, du durchsuchst nochmal ein paar Archive, komm. Ich glaube, du musst eine Stunde später arbeiten. Und? Ich bin ganz aufgeregt, was wir hier alles für Geheimnisse finden werden über Strangerville. Also die mysteriösen Pflanzen, die haben etwas damit zu tun. Ja, ich muss auch in circa einer Stunde zur Arbeit, ich weiß. Gehe aber so lange noch ein bisschen was hier gucken. Oh, Moment, Moment. Geschichte von Strangerville. In den alten Zeiten, die schon seit langer Zeit von Generation zu Generation weitergegeben werden, wird von einem grellen violetten Licht am Himmel und einer massiven Explosion berichtet. Es wird vermutet, dass dies der Ursprung der Strangerville-Kraters ist. Okay, also doch die Außerirdischen. Aber was haben die Außerirdischen mit diesen Pflanzen zu tun und was geschieht mit diesen Pflanzen? Ah, komm. Red mal mit dem über Strangerville. Der sieht so aus, als wüsste der was. Komm, du musst gleich zur Arbeit. Los. Leonie sollte sich ihr gutes altes Notizbuch. Nee, wir schicken sie heute mal alleine los. Das Militär kommt nach Strangerville. Die Bewohner jubeln, da eine neue Basis in der Nähe des Kraters errichtet wird. Der Stadtrat freut sich über die neuen Jobs in der einkommensschwachen Stadt.
Ja. Ausgetrocknet wegen niedrigen Durst. Ja, dann beiß doch einfach mal jemanden. Aber das kriegst du irgendwie nicht hin. Brutzelnde Epidermis, weil in der Sonne war. Okay. Also ich würde sagen, wir beobachten ihn dann gleich. Der müsste dann ja nach Hause kommen danach. So, also das Militär weiß auf jeden Fall auch von dem ganzen Bescheid, so wie es aussieht. Ich gucke in der Zeit mal eben, ob wir jetzt hier irgendetwas noch machen können. Welcher Idiot hat denn hier jetzt bitte wieder... wieso hat sie jetzt Geld nach Hause gebracht? Nee, er war es doch, meine ich doch. So, du stellst jetzt mal die Musik bitte erstmal aus. Und träumst hier mal ein bisschen auf. Also es kann ja irgendwie nicht sein... Ne? Also hier, der gute Herr Gesangsverein. So geht das aber nicht. So, du musst Spaß haben. Das ist mir schon klar. Du darfst auch gerne vorher noch was essen. Abendessen? Ja gut, servier schon mal das Abendessen. Ja, es gibt Gartensalat. Ist das günstigste. Hat er den alten? Doch, den alten Salat hat er weggeräumt. Nee, Moment. Ach, der steht auch noch hier. Oh mein Gott. Das solltest du aber bitte dann auch danach aufräumen. Guck mal, ich habe dir extra Platz gemacht, damit du auch was zu essen machen kannst. Ich finde es aber nicht so gut, dass diese komischen Pflanzen hier überall stehen. Vor allen Dingen haben die letztes Mal auch geleuchtet. Watzo? Ja, er sollte danach vielleicht mal ein Oh, Foto davon machen. Fishing Bebso. Schneid dich nicht. Watzo? Junge, was machst du da? Das hörte sich jetzt irgendwie ganz komisch an. Was war das? Es ist hier aber nichts passiert, oder? Ich habe ja immer noch so die Befürchtung, dass es irgendwas mit den Pflanzen auf sich hat. Aber du sollst keine Löcher in der Gegend rumstarren. Du sollst hier weitermachen, Junge. Komm. Du hast keinen Spaß, das sehe ich dir an. Aber iss doch erstmal was, dann kannst du auch gleich Spaß haben. In der Lounge soll ein Talentwettbewerb stattfinden. Los, machen wir uns lächerlich. Ja, ach so. Nee, ich wollte da jetzt aber eigentlich nicht direkt hin teleportieren. Ja, dann vergessen wir mal unser Essen. Okay. Der Talentwettbewerb beginnt. Lass dich von lokalen Talenten unterhalten. Melde dich in der Bar an, um teilzunehmen. Das wird dann wahrscheinlich hier oben sein. Zusammen hier hingehen? Ja. Können wir? Achso, der ist noch gar nicht da. Deswegen. Ist das überhaupt die Bar? Ich denke mal schon, oder? Das ist ja wohl das... Obwohl... Nee, das sind irgendwie Badezimmer. Sind die Bar? Oh, das ist cool. Üben, ja. Üb ein wenig Klavier zu spielen. Was für ein Arbeitstag. Sehr schön. Es kommt endlich mal ein bisschen Geld ins Haus. Mal gucken, ob er Spaß dabei hat, Klavier zu üben. Wenn nicht, dann haben wir natürlich Pech gehabt. Die Klavierfähigkeit erworben. Dank seiner neuen Klavierfähigkeiten kann Jason am Klavier üben. Mit höheren Level werden neue Optionen freigeschaltet. Naja, ob der so gut spielen kann. Wie hört sich das denn schnell an? Das ist übrigens eine ganz tolle Überleitung, weil wenn ich mit Stranger Will so weit bin, dass ich hier alles erkundet habe und so weiter, dann werde ich parallel dazu nämlich mal das mit dem Ruhm anfangen. Ich weiß gerade nicht mal, wie es heißt, aber irgendwas mit Sims und Ruhm. Sind die jetzt von mir so begeistert oder? Ach nee, ich glaube, da macht einer einen auf Clown oder so. ja, und dann werde ich mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie man es spielen kann. Ach, er ist beschämt, der Arme. Er muss nur ein bisschen mehr üben, dann funktioniert das auch.
Ich weiß nicht genau, wie sich dieses, Werde berühmt, glaube ich, nennt sich das, wie sich das spielt. Aber ich habe eigentlich vor, in so einem ganz kleinen Häuschen anzufangen. Ich gehe mal ein bisschen raus, sonst versteht man mich hier gar nicht mehr. Ich habe eigentlich vor, in so einem ganz, ach, da ist die Bar. In so einem ganz kleinen Häuschen anzufangen und dann von da aus weiterzugehen und mich nach oben vorzuarbeiten. Das heißt, ich werde versuchen, natürlich einen Job zu haben und alles, Geld zu kassieren und aus dem kleinen Häuschen nach und nach wirklich eine riesen Villa zu machen. Und ich muss mir dann natürlich auch ein Klavier und so weiter später anlachen. Also ich weiß nicht, was ich alles so brauche, aber ich denke mal, es wird unheimlich interessant werden. Ich habe eigentlich zwei Sachen im Kopf. Einmal dieses, also ich nenne es immer vom Penner zum Renner. Das heißt, man fängt wirklich von null an und ich muss mich mal eben hier... Ach so, kann ich mich bei der gar nicht anmelden? Okay. Gut, dann lassen wir das. Ist zu Ende. Wir möchten uns bei allen entschuldigen, die dieses Mal nicht teilnehmen konnten. Okay, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie den Gesangswettbewerb verpasst, weil wir Klavier geübt haben. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir lassen das jetzt auch mal sein mit dem Klavier. Aber er ist... ich habe Trinkgeld bekommen? Ernsthaft? Hat mir da jetzt einer $4 für gegeben, dass ich hier geübt habe? Das ist ja krass. Ja. Also ich, was ich sagen wollte, ich habe zwei Sachen im Kopf. Einmal wirklich so von 0 auf 100, dass die nichts haben und richtig große, schicke Villa kriegen. Und einmal diese ganze Karriere mit diesem Werde berühmt durchmachen. Also durchmachen hört sich so negativ an. Mitmachen. Oh, das ist gut. Die sind auch für Vegetarier, die Chips. Das ist sehr gut. Also das finde ich übrigens super, dass die auf sowas achten mittlerweile bei Sims. Aber kann die irgendwie mit niemandem über Stranger Will reden, so, ne? Verschwörungstheorien. Na, komm, wir fragen mal nach. Also ihr merkt schon, ich bin jetzt hier so ein bisschen abgelenkt, weil ich will ja Verschwörungstheorien, beziehungsweise ich will meinen Theorien hier auf die Spur kommen. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Ja, also wir sind zwar verheiratet, aber naja, man weiß ja nie, ne? Obwohl, warte mal, wir müssten eigentlich... Wie verbessern? Deine eigene Toilette kannst du nicht verbessern, aber die fremder Leute schon, oder was? Ach so, nee, kann er nicht. Okay, okay, dann ist gut. Junge. Jason, wo bist du? Jason ist kreativ. Ja, das weiß ich auch. Finden häufig Inspirationen. Können Sie keinen kreativen Aktivitäten nachgehen? Ach so, dann ist die Laune... Okay, aber ich kann... Hallo. Gehst du auch endlich mal auf Toilette? Ich meine, das ist ja mal höchste Eisenbahn hier, ne? So, und ich würde sagen, dass wir dann zurück nach Hause gehen. Aber zackig. Boah, das dauert ja ewig hier. Okay, also wir schalten mal schon mal auf sie um. So, wir werden jetzt mal mit ihr schauen, wo wir alles hingehen können. Ich hoffe mal, können wir nicht mit den Nachbarn vielleicht mal reden? Moment. Den Haushalt erstmal besuchen. Nein, ich möchte alleine dahin. Der arme Kerl, der Jason, der soll sich mal hinlegen, weil der ist schon total müde. Oh, Tiere brauchen Liebe, stand da gerade. Das stimmt ja auch. So, hallo. Warum kann ich dich nicht anklicken? Über Stranger Will möchte ich mit dir reden. Na los. Exenoi Sons? Was Susa? In der Stadt hat es schon immer Militär gegeben, aber in letzter Zeit halten sich noch mehr Soldaten hier auf. Okay.
Was ist denn mit diesen Pflanzen? Die haben wir schon alle. Also sind alles die gleichen, beziehungsweise die will sie auch gar nicht fotografieren. Was ist das hier? Ach, da kann ich graben. Okay. Dann machen wir das doch mal. Gräbst du mal? Gucken. Oh. Was habe ich jetzt gefunden? Russia. Maximal 200 Nachrichten. Werden die älteren automatisch gelöscht? Ja, das ist doch okay. Dann löscht die doch einfach. Ach, wir haben einen Rosenquarz. Aha. Moment, halt. Halt. Rede mit ihr, was Stranger will. Los. Dann sollst du dir immer noch folgen. Benchweek Habaya? Ah, Moniel. Yebs. Ah, Bevos. Clevar, Samzo, Dafuni. Ugh. Oh, Bobson. Okay. Das hat mir jetzt nicht wirklich weitergeholfen, glaube ich. Da besuchen wir doch einfach mal die Nachbarn. Binkapa, Seguna. Hallo? Da haben wir noch jemanden gefunden. Oh, ist eine Schlange. Hallo, Leonie? Na komm, dann versuch mit ihm zu reden. Guten Tag. Was macht sie denn jetzt? Hallo? Geht es noch? Jetzt rennt sie doch zu ihr. Alter, die weiß auch echt nicht, wo sie hin will. Ehrlich. Ach, ich glaube, das bedeutet, dass ich verbrutzel, kann das sein? Ja, geh doch woanders hin. Nein. Ist sie jetzt gestorben? Nein. Nein. Warum, Leonie? Warum? Och ja, zeig mir das doch nicht ständig an, wenn ich ein Beweisfoto mache. Warum hast du das getan? Kann ich denn hier irgendetwas machen? Ja, wir bringen ihn hier hin. Los. Sie ist gestorben. Du musst ihn jetzt anflehen. Ich wusste, dass das das Problem sein würde, wenn sie zum Vampir werden würde. Was? Nein, er hat doch gefleht, du Arschloch. Er ist Witwer, weil er seine wahre Liebe verloren hat. Wieso seit zwei Tagen? Oh nein. Bindung zur psychischen Welt stärken. Vartilsk,
Du musst als Geist zurückkommen, Leonie. Bitte. Inschrift. Ruhe in Fritten. Was? Wie Ruhe in Fritten. Die konnte doch nichts mehr essen. Was soll die denn mit Pommes? Ja. Du warst so heiß wie die Sonne. Oh, ich nehme den natürlich mit. Das ist alles so traurig.